Zwar ist es so, dass in Deutschland seit 1955 15.000 Kilometer in Ost- sowie in Westdeutschland stillgelegt wurden. Das heißt, dass mehr als jeder vierte Streckenkilometer damit abgebaut wurde. Wir müssen erkämpfen, dass wir mitentscheiden können, wie diese Routen genutzt werden, wie das mit den Tickets organisiert werden soll und was da für Linien jetzt gebraucht werden. Und das sollte eben nicht dem Markt überlassen werden. Seit Wochen geht es um nichts anderes als die riesengroße Angst, dass die Züge komplett überfüllt sind, alles zusammenbricht und so viele Leute es nutzen werden. Mobilität ist ein ganz, ganz zentraler Punkt von menschlicher Freiheit. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Heute in der 68. Folge von Über Tage sprechen wir über den Zug und den Schienenverkehr. Ja, anlässlich des jetzt eingeführten 9-Euro-Tickets führen wir unsere Reihe zum Thema der Mobilität fort. Wir haben ja schon mal vorher in unserer 35. Folge über das Auto und warum wir die Verkehrswende brauchen gesprochen, wo wir tiefer darauf eingegangen sind, warum das Auto eigentlich in unserer Gesellschaft so einen großen Stellenwert hat und warum das Auto auch als Verkehrskonzept für die allermeisten Fälle eigentlich so wenig nützlich ist. Heute wollen wir uns mal einem positiven Beispiel widmen, was aber leider in der kapitalistischen Gesellschaft sowie alle anderen guten Sachen kaputt gemacht wird und im schlechtestmöglichen Sinne genutzt wird. Wir wollen uns anschauen, was ist die Geschichte des Schienenverkehrs, wie sieht der Schienenverkehr in Deutschland aus und wie hat er sich entwickelt? Was hat es eigentlich mit der Privatisierung und auch mit der Deutschen Bahn auf sich? Wie wichtig sind Hochgeschwindigkeitszüge und wie sieht es da eigentlich gerade aus? Was ist mit dem Güterverkehr, der ja häufig gerne vergessen wird? Wir sprechen auch noch über U-Bahn und Straßenbahn. Und zum Schluss wollen wir abschließen mit dem aktuellen Thema, dem 9-Euro-Ticket, kostenlosen ÖPNV und schließlich auch noch wie immer am Ende einer kleinen Perspektive auf die Zukunft. Und damit würde ich sagen, starten wir mit der Geschichte des Schienenverkehrs. Ja, ich nehme euch dann mal mit auf eine grobe Einordnung, wie das Ganze so entstanden ist, dass uns heute dieses wunderbare Verkehrsmittel beglückt. Und zwar ist es tatsächlich so, dass Spurrillen, um Fuhrwerke auf Straßen zu führen, das gab es schon in vorgeschichtlicher Zeit. Aber die Entwicklung, die wirklich dann zur Eisenbahn führte, das war eben nichts, was auf öffentlichen Straßen nur so stattfindet, sondern über den Bergbau letztendlich das erste Mal Verwendung fand. Tatsächlich wurde erstmalig spätestens seit dem Jahr 1530 auf hölzernen Gleisen fahrende Loren zum Beispiel eben für den Bergbau verwendet. Ist ja auch was eben sehr üblich bis im Bergbau, bis heutzutage da auch noch weiter Verwendung findet, macht ja auch total Sinn. Der Beginn der Geschichte der Eisenbahn in dem heutigen Sinne ist mit dem Jahr 1804 datiert, als der gute Richard Trevithick, ich bin grauenvoll in irgendwelchen Namen, wenn sie dann nur noch Englisch sind, auszusprechen. Und der hat die erste Dampflokomotive in Betrieb genommen. Und die erste öffentliche Eisenbahn, die dann auch nicht nur für Güter zum Einsatz kam, das war dann 1825 in England. Ja, und daraufhin gab es also eine sehr rasante Entwicklung für die Eisenbahn im 19. Jahrhundert, wo sie sich wirklich binnen weniger Jahrzehnte zu einem ganz eng vernetzten Verkehrssystem ausbaute und die Reisezeiten in Europa und Nordamerika drastisch verkürzte. Weil man muss sich das ja auch so vorstellen, dass das alles ja auch vor dem Aufkommen des Automobils ist und dementsprechend, ja, weiß ich gar nicht, wie die Leute dann damals da gereist sind. Vielleicht teilweise mit Kutschen oder wahrscheinlich Kutschen noch nicht mal. Ja, doch. Kutschen, also okay. Ganz richtig eigentlich. Also vielleicht auch nochmal, um auf den Punkt mit Nordamerika einzugehen. Man muss sich das ja auch so vorstellen, dass dieser gerade erst kolonial erschlossene Kontinent, also es war ja auch noch zur Hochzeit von dem Treiben in den Westen eigentlich, da war man eben darauf angewiesen, halt zu Pferd. Oder dann eben mit der Kutsche von Pferden gezogen oder natürlich mit der guten Schifffahrt herumzukommen.
Und vielleicht, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass auch gerade dann eben nicht nur in der industriellen Revolution, sondern auch eben im Kolonialismus das eine große Rolle gespielt hat als Sicherung von Herrschaftsbereichen, beziehungsweise auch in anderen europäischen Staaten dann eben zur Sicherung und Befriedung von noch nicht so stark unterworfenen Regionen im eigenen Staatsgebiet. Da kann man sich, denke ich, vorstellen, wenn man vorher nur zu Pferd unterwegs war, dass da die Eisenbahn doch einen sehr großen Quantensprung in der Mobilität der Menschheitsgeschichte ausgemacht hat. Und du hast es gerade schon erwähnt, vor allen Dingen im Kontext der industriellen Revolution war es ein wirklicher Katalysator in die eine sowohl als auch in die andere Richtung, weil natürlich hat die Erfindung der Eisenbahn eine ganze Menge ermöglicht, weil man ja einfach diese ganz anderen Möglichkeiten der Transport hatte und damit ja auch für die Schwerindustrie überhaupt erst die Voraussetzungen eigentlich geschaffen hat, weil man dann also in der Lage war, große Mengen an Eisen, Stahl und Maschinen zu transportieren, was ja vorher in dem Umfang gar nicht denkbar war. Und andersherum hat natürlich auch der Ausbau der Eisenbahn selbst einen enormen Materialaufwand bedeutet und das hat eine große Nachfrage einfach an den auch drei von mir erwähnten Punkten geschaffen. Und dadurch war es natürlich auch ein Antrieb und ein Motor der industriellen Revolution an sich. Natürlich ist auch der moderne Brückenbau und Tunnelbau entstanden, um entsprechende Bahnstrecken zu realisieren. Ich denke, das kann man sich auch vorstellen, dass man da natürlich dann erfinderisch werden musste, wo es vorher vielleicht noch nicht so viel Sinn gemacht hat, jetzt sich durch irgendwelche Berge zu fräsen, war es dann doch eben an ganz vielen Stellen notwendig und hier muss dann die Mensch natürlich auch sich wieder neu erfinden an dieser Stelle. Ja, das finde ich auch einen sehr spannenden Punkt, den du da ansprichst, weil man muss sich ja auch vorstellen, dass einfach die Arten und Weisen, wie industrielle Zentren entstanden sind und wie Städte gebaut wurden, sich auch verändert hat. Das ist eben diese, also man kennt sie vielleicht vor allem so aus dem US-amerikanischen Raum, diese Railroad Towns aufgetaucht sind oder Railway Towns, also eben Städte, die darauf ausgelegt sind, ans Schienennetz angeschlossen zu sein. Weil vorher hat man tatsächlich entweder künstlich begradigt oder durch Kanäle angelegt, aber eben immer sich an diesen natürlichen Wasserwegen orientiert oder eben die Städte an der Küste gebaut, weil man so überhaupt große Güter befördern konnte. Weil es ist nun mal so eine Kutsche kann natürlich Dinge befördern, aber ist da sehr begrenzt. Und die Eisenbahn hat erstmal ermöglicht, auch in von Wasserwegen abgeschnittenen Gebieten industrielle Zentren und größere Städte zu errichten, weil eben auf einmal über den Landweg große Mengen an Gütern und Personen beförderbar waren. Und da ist natürlich dann auch sowas wie Tunnel- und Brückenbau in einem ganz anderen Maßstab passiert, als wie man es vorher kannte. Also es ist wirklich ja verkehrstechnisch eine absolute Revolution gewesen. Ich denke auch nicht nur verkehrstechnisch, also wenn man sich das dann vor Augen führt, ist das ja auch ein sehr großer Schritt dafür gewesen, dass sich der Mensch dann die Natur noch besser zu eigen machen konnte und in manchen Teilen dann auch dominieren konnte. Weil natürlich ist es auch in einem ganz anderen Maße möglich, überhaupt dann so Tunnelsysteme zu bauen, wenn du also die Rohstoffe, die du auch dafür brauchst, direkt an den Tunnel heranfahren kannst. Ne? Das sind ja alles dann so logistische Fragen, die da eine Rolle spielen, die vorher einfach dann gar nicht denkbar waren. Definitiv. Ganz wichtig waren Bahnstrecken natürlich auch im Kontext von Kriegen, weil eigentlich alle Errungenschaften, die der Mensch in den Herrschaftssystemen also hervorgebracht hat, wurden natürlich auch immer für ja, die barbarischen Auswüchse letztendlich dieses Systems dann halt auch genutzt und in den Kriegen des 19. Jahrhunderts hatte das Schienenverkehrssystem eine wirklich herausragende strategische Bedeutung und insbesondere in dem Deutsch-Französischen Krieg kann man eben sehen, dass es dort kriegsentscheidende Vorteile für die jeweilige Seite dann eben gab, wenn man ein gut ausgebautes Schienensystem hatte, weil man darüber natürlich diese ganze Mobilmachung und den Transport von Truppen erheblich schneller leisten konnte. Ich denke mal, vorher sind die meisten Truppen einfach zu Fuß gelaufen. Man kann ja auch nicht ganze Truppenverbände in Kutschen oder auf Pferden transportieren. Also da wird halt die ganze Infanterie wird dann halt eben zu Fuß gelaufen sein. Und natürlich ist es aber auch nicht nur eine Sache von Transport, sondern es ist auch eine Sache von Nachschub, also was ja auch extrem wichtig ist, dass die Armeen versorgt sind. Das ist ja auch einer der Kernpunkte, woran auch häufiger mal Invasionen oder so gescheitert sind, weil einfach die Truppen nicht mehr versorgt werden konnten. Der Höhepunkt dieser Entwicklung war dann auf jeden Fall der Erste Weltkrieg, weil
im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel gab es ja dann auch schon eben ganz viele motorisierte Vehikel, womit man dann auch vorankommen konnte. Und im Ersten Weltkrieg war das nicht oder nur ganz am Ende, glaube ich, der Fall. Also wir sehen auch hier natürlich, dass auch wenn wir natürlich erstmal sehr positiv gegenüber jedweder Form von Schienenverkehrsmittel stehen und das ist dann dennoch etwas, was auch in einem schlechten Sinne missbraucht werden kann. Und wir sehen ja auch in heutigen Tagen, dass es weiterhin eine wichtige Relevanz hat. Es gab ja auch im Krieg in der Ukraine, gab es ja auch diverse Sabotagen an Zuglinien von Arbeitern, die damit dann auch die Nachschubrouten von der russischen Invasion dann auf die Ukraine gestoppt haben. Also ist es auch bis in die heutige Zeit hinein ein wichtiges Thema. Ich meine, du hast natürlich recht, bei aller Eisenbahnliebe, es ist immer noch ein großes Stück Stahl, was mit erhöhter Geschwindigkeit über kleinere Streben von Stahl geleitet wird. Und das kann man natürlich in diverser Form anwenden. Und in einer kapitalistischen Gesellschaft wird es eben ja für Profit, Imperialismus und Krieg verwendet. Ja, genau das. Was vielleicht noch eine Zahl ist, die man nennen kann, die ihr vielleicht auch gleich wieder direkt vergessen habt, weil wer soll sich das merken, aber weltweit gibt es ein Eisenbahnstreckennetz im Gesamtumfang von 824.550 Kilometern. Und da ist in Nordamerika immer noch führend vor den EU-Mitgliedstaaten. Danach kommt Russland, China, Indien und so weiter. Russland, Indien, China und die alle zusammen stellen dann auch tatsächlich mehr als die Hälfte der Streckennetze auf der Welt. Ja, was da vielleicht noch im Vergleich zur Weltsituation relevant ist, ist dann noch, wie Deutschland dasteht. Und zwar steht Deutschland in der Rangreihenfolge mit knapp 42.000 Kilometern an sechster Stelle hinter Kanada. Ich denke mal, das ist ja eine Zahl, die sich auch orientiert an der Größe des Landes und so weiter. Die ist ja dann natürlich kleiner als viele andere Länder, aber im Vergleich hat dann Deutschland ein immer noch recht starkes Schienennetz zur Verfügung. Ja, du hast es ja schon gesagt, das hängt natürlich von der Größe ab, aber auch eben von der Bevölkerungszahl, wie dicht ist so ein Land besiedelt. Und deswegen, vielleicht gibt es ja ein paar Statistikinteressierte unter unseren HörerInnen, die dann irgendwelche Zahlen rauskramen, wie man das dann mit Bevölkerungszahl vergleicht, etc. Aber du hast natürlich recht, Schienenverkehr in Deutschland spielt auf jeden Fall trotz dem Status eines Autolandes eine große Rolle. Und damit würde ich sagen, können wir jetzt auch über den Schienenverkehr in Deutschland sprechen. Wir beginnen mit dem Schienenverkehr in Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, denn dort entstanden dann als Folge der deutschen Teilung in BRD und DDR auch zwei unterschiedliche Staatsbahnen, nämlich einmal die Deutsche Bundesbahn in der BRD und die Deutsche Reichsbahn in der Deutschen Demokratischen Republik. Nach der Wiedervereinigung 1990 oder auch der Annexion der DDR wurden die beiden Staatsbahnen auch eben durch die Bahnreform 1994 zur heutigen Deutschen Bahn AG zusammengefasst. Weiterhin wurden privaten Bahnunternehmen ein sogenannter diskriminierungsfreier Zugang zum Eisenbahnnetz verschafft, was im Endeffekt das heißt, was wir heute in vielen Orten bzw. Regionen der BRD sehen können, nämlich Privatisierung von einzelnen Streckenabschnitten. Und der Schienenpersonennahverkehr wurde durch die Regionalisierung den einzelnen Bundesländern übertragen. Das kann man auch jetzt selber gut sehen, wenn man unterwegs ist an dem ganzen Hickhack von den einzelnen Verkehrsverbünden, was es da alles gibt. Das sieht man ja jetzt auch schön, wir werden ja später noch über das 9-Euro-Ticket sprechen, über auch die ganzen Verhandlungen, die dann da losgetreten werden müssen, welche Strecken jetzt nun darunter fallen und welche nicht. Ja, das kann man ja auch direkt nochmal einwerfen, dass diese Aufteilung in diese verschiedenen Verkehrsverbünde ist ja ein absoluter Wahnsinn. Also wenn du da dann an bestimmten Stellen lebst, wo dann sich zwei Verkehrsverbünde begegnen, zahlst du gleich den doppelten Betrag an eines eh schon völlig überteuerten Personenverkehrs. Und da ist natürlich auch eine gewisse Absurdität halt drin. Und eigentlich wäre es natürlich eine schöne Perspektive, wenn es als einer von vielen Schritten einen gesamtdeutschen Beförderungsverbund geben würde. Das macht sich bestimmt super auf dem Transpi. Aber natürlich hast du in dem Punkt recht, weil das, was das natürlich auch bedeutet, ist einfach eine absurde Bürokratisierung, die damit einhergeht, so wie man es immer kennt. Also Deutschland hat sich ja auch irgendwann mal eben als
föderale oder als bundesdeutschen Staat dann konstituiert. Und das heißt natürlich dann auch eben Übertragung von Macht an einzelne Bundesländer und Regionen. Aber das bedeutet natürlich auch einfach einen Aufbau von einem unfassbaren Bürokratieapparat. Was das bedeutet, ist ja dann auch klar, wie wir schon an anderen Stellen bei verschiedenen Sachen angebracht haben, auch in der Autofolge im Verkehr dann halt auch einfach unfassbar viel unnütze Ressourcen, die aufgewandt werden für eigentlich ein nicht mehr an Lebensqualität oder an besseren Strecken oder was auch immer, sondern einfach nur Geld, was eben in diesem Aufrechterhalten von diesem absurden System wie Verkehr hier im Kapitalismus und in der BRD funktioniert, versickert. Ja, ist jetzt die Frage, wer macht mit bei der Organisation von der Großdemonstration alle zusammen für einen großdeutschen Verkehrsverbund? Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Ja, ich auch, auf jeden Fall. Na gut, schauen wir mal, ob es zu dieser Demonstration kommen wird. Wir gucken nochmal, ob wir da einen Anstoß für legen werden. Aber springen wir doch mal zu unserem nächsten Punkt, und zwar zu einem sehr wichtigen, zentralen Punkt auch von Kritik und einem Thema, was ja auch immer wieder behandelt wird in der öffentlichen Diskussion, und zwar dem Streckenabbau. Und zwar ist es so, dass in Deutschland seit 1955 15.000 Kilometer in Ost- sowie in Westdeutschland stillgelegt wurden. Das heißt, dass mehr als jeder vierte Streckenkilometer damit abgebaut wurde. Das gleiche Problem, und da kommen wir noch später zu, gilt natürlich auch für das U-Bahn-Netz, aber das bezieht sich jetzt eben erstmal nur auf den Abbau der Zugstrecken. Und das ist auch nebenbei so, dass, was jetzt vielleicht auch erstmal überraschend ist, dass in Westdeutschland doppelt so viel abgebaut wurde wie in Osten. Also man könnte ja jetzt ja vielleicht denken, dass speziell nach der Annexion der DDR, wie das ja in allen möglichen Bereichen der Ostindustrien und Infrastruktur da einfach alles platt gemacht wurde. Nebenbei könnt ihr auch dann nochmal in unsere Folge zur Annexion der DDR reinhören, die wir mit einem Genossen von der proletarischen Autonomie gemacht haben. Aber es ist tatsächlich insofern anders, weil in der DDR einfach auch einen Streckenabbau schon stattgefunden hat, aber der war eben deutlich langsamer und deutlich gemäßigter als der Streckenabbau in Westdeutschland. Das hat sich dann eben angeglichen, ne, mit der Annexion, aber trotzdem ist da einfach mehr passiert erstmal in Westdeutschland, und ich glaube, es gab auch generell einfach mehr Strecken, die man schließen konnte, ne? Also das Streckennetz in Westdeutschland war auch einfach größer, und da sind die einfach in der BRD schon ambitionierter vorgegangen. Was ja auch total naheliegend ist, weil in der DDR eben der Verkehr auch anders gehandhabt wurde. Das ist natürlich auch häufig immer etwas übertrieben, wenn es um die Zahlen von den Trabis geht und ja, dass in Ostdeutschland es eben keinen Autoverkehr gab, aber es ist natürlich statistisch belegt und total offensichtlich, dass eben öffentlicher Nahverkehr mit Bus und Bahn beziehungsweise der Weg zu Fuß zur Arbeit einfach eine viel größere Rolle im Osten gespielt hat als eben im Westen, wo man schon viel früher aufgrund der starken exportorientierten Autoindustrie halt gesagt hat, ne, Deutschland und vor allem der Süden ist ein Autoland und so soll auch unsere Infrastruktur ausschauen. Beziehungsweise man hat auch einfach mit der Entwicklung der modernen Logistik, ich nehme das ja da immer als das Beispiel schlechthin, weil das das Einzige ist, was ich noch so aus dem Logistikstudium behalten habe, die Just-in-Time-Anlieferung, Verringerung von Lagerkapazität und Wechsel zum Lkw-Verkehr, hat man da halt gesagt, das ist jetzt im Westen viel bedeutender und deswegen hat man auch stärker zurückgebaut. Nebenbei auch spannend, das ist nicht nur in der DDR so, sondern man kann auch in vielen ex-sowjetischen bzw. ex-Ostblock-Ländern sehen, dass dort eben der Verkehr viel stärker, so wie es auch total naheliegend im Sozialismus ist, eben über öffentlichen Personennahverkehr passiert ist und eben kollektiv gehandhabt wurde und nicht so individualisiert, wie wir es im Westen und in den restlichen kapitalistischen liberalen Nationen gesehen haben. Da war ja wieder der große Joshua-Logistik-Studium-Moment. Wir sollten vielleicht nochmal irgendwie so einen speziellen Ton einführen oder so, immer wieder das sagst. Irgendwie so ein Geräusch von einem Schiffskran finde ich toll. Da habe ich mich auch später damals gesehen. Ja, wenn man jetzt an den Abbau von Strecken denkt, dann denkt man
natürlich primär an den Abbau von Strecken, aber woran man jetzt vielleicht erstmal nicht direkt denkt, ist ja auch, dass es zu einer enormen Entlassungswelle gekommen ist. Also wenn heutzutage darüber gesprochen wird, dass es ja einfach nicht das erforderliche Personal jetzt zum Beispiel gibt im Kontext des 9-Euro-Tickets oder so, was ja unter anderem getan wird, dann liegt das ja auch daran, dass man einfach Hunderttausende von Menschen insgesamt grob die Hälfte der Menschen, die vormals in dem Bereich beschäftigt waren, wegrationalisiert hat. Und damit hat man natürlich auch einen enormen Fundus an Fähigkeiten und an ArbeiterInnen aus dem Verkehr gezogen, die in dem Bereich natürlich auch entsprechend hätten etwas leisten können, wenn es jetzt darum geht, den Streckenausbau wieder zu fokussieren, beziehungsweise auch die Lücken zu schließen, die jetzt entstehen, wenn man also wieder mehr Züge einsetzt und so weiter. Ja, seit 1999 gibt es dann tatsächlich einen Stopp des Rückbaus und eher eine Stabilisierung der Routen. Es ist sogar tatsächlich so, dass es eine minimale Ausbau der Kapazität gibt, aber wirklich in einem 1%-Bereich oder so. Und das liegt einfach daran, dass so ein paar kleinere Strecken wieder in Betrieb genommen wurden oder es so ein paar Verbindungsstücke gebaut wurden. Tatsächlich wurde auch nochmal so eine Linie gebaut zwischen Ost und West, die dann neu in Betrieb genommen wurde, die halt vorher dann durch die Mauer versperrt war oder wo eine Strecke reaktiviert wurde. Und ja, tatsächlich befinden wir uns auch eben auf diesem Level, dass es halt nicht noch weiter runter geht, wobei das ja auch eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Also wenn die jetzt halt noch weiter die Strecken sabotieren und klein machen würden, dann würde ja auch alles zusammenbrechen. Das liegt ja auch im Interesse des Kapitals, also möglichst wenig und dafür sehr stark ausgelastete, also auch dementsprechend sehr stark rentable Strecken zu haben, die dann halt gerade so funktionieren. Ne? Wenn es also viele Strecken geben würde, die vielleicht an sich sinnvoll wären, die vielleicht an sich richtig und gut wären, sowohl für den Personenverkehr als auch für Güterverkehr und so weiter, aber vielleicht machen sie aus einem kapitalistischen Sinne einfach keinen Sinn, weil dann trotzdem zu wenig, um das rentabel zu gestalten, dort passiert. Und das ist dann, denke ich, auch die Realität und das war auch, denke ich, dann das Ziel von dieser Privatisierung, dass man darüber dann halt möglichst viel Gewinn aus einer kleineren Anzahl von Strecken erzeugen kann, mit eben den entsprechenden Folgen, die wir heutzutage erleben. Ja, und damit können wir gut zu unserem Punkt Privatisierung überleiten, denn ein Aspekt, der gerne bei Privatisierung in Kombination mit Streckenabbau vergessen wird, ist nämlich bei dem Stichwort Gewinn bringt, das große Problem, dass eins nämlich eben besonders nicht gewinnbringend ist. Und das ist eben der Neubau bzw. die Reaktivierung von alten Strecken. Kein privater Bahnkonzern dieser Erde nimmt es wirklich auf sich, irgendwelche Strecken und vor allem ambitionierte Streckenprojekte neu zu bauen. Okay, hier und da irgendwelche Reparaturen, aber es braucht schon sehr besondere Umstände, in denen private Investoren sich darauf einlassen, Geld bereitzustellen, um eine neue Strecke zu bauen. Und das ist eben auch das große Problem, so wie es gerade ausschaut. Du hast zwar gesagt, ja, es gibt einen Stopp des Rückbaus und eine gewisse Stabilisierung von den Routen, aber das bedeutet eben auch, dass solange eben von Staatsseite es da kein Anliegen gibt, neue Strecken zu bauen, wird das so bleiben. Weil das Einzige, was die Privatisierung bedeutet, ist eben, dass es einfach nur schlimmer wird bezüglich der Bereitstellung von dem öffentlichen Personennahverkehr. Ich möchte eben noch kurz hinzufügen, dass es ja auch tatsächlich auch ein bisschen so eine Frage von Zeit ist, ne? Weil es gibt eine Menge von Strecken, die man noch reaktivieren könnte und auch dann kostengünstiger reaktivieren könnte als jetzt zum Beispiel Neubau von Strecken. Aber umso länger die Zeit verstreicht, umso schlechter kann man es natürlich machen, umso baufälliger wird das Ganze dann und umso schneller man letztendlich jetzt auch eigentlich investieren würde in das Streckensystem, umso mehr könnte man da letztendlich auch sparen und wieder an Strecken aufleben lassen, die es mal gab. Aber wie du schon gesagt hast, das Interesse bei privaten Investoren ist natürlich nicht da. Genau, und der Trend geht eben eigentlich in die ganz andere Richtung, denn immer wieder einzelne Teilabschnitte von Strecken in verschiedenen Regionen, eigentlich überall in Deutschland, werden eben von privaten Investoren übernommen, beziehungsweise privaten Konzernen, teilweise auch Staatskonzernen von anderen Staaten. Wir haben ja gerade hier in unserer Region, vor allem in Richtung Münsterland, viele niederländische Konzerne, beziehungsweise ich glaube auch einen belgischen Bahnkonzern, die dann dort um die Strecken buhlen, weil die für sie eben
rentabel sind, was das dann für die Leute vor Ort bedeutet, sind dann etwas netter angestrichene Züge, vielleicht auch mal eine neue Polsterung in der Kombination mit verstärktem Aufgebot von Controlettis und erhöhten Fahrkartenpreisen. Und das ist natürlich auf keinen Fall die Richtung, für die wir plädieren würden. Aber genauso problematisch ist es einfach nur zu sagen, das alles muss in Staatshand, auch wenn das natürlich sicherlich einige Vorteile bedeuten wird gegenüber der Privatisierung. Aber was wir wirklich brauchen, vielleicht als erstes Reformziel, wäre überhaupt ein Anstreben von eben einer ja öffentlichen basisdemokratischen Kontrolle über diese Angelegenheiten von eben kollektiv organisiertem Verkehr. Also dass man wirklich sagt, wir müssen erkämpfen, dass wir mitentscheiden können, wie diese Routen genutzt werden, wie das mit den Tickets organisiert werden soll und was da für Linien jetzt gebraucht werden. Und das sollte eben nicht dem Markt überlassen werden, weil, das muss man ja auch nochmal sagen, diese ganze Scheiße hängt eben mit viel mehr Problemen noch zusammen, der wir uns gerade gegenüber sehen. So, da kann man Klimakrise nennen, da kann man auch Verödung von nicht so gut ans Netz angeschlossenen Orten nennen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir eben weder einfach nur sagen, ja, wir hoffen jetzt mal hier auf die Privatisierung, wie wahrscheinlich die wenigsten von euch das tun werden, noch einfach sagen, naja gut, mit der Deutschen Bahn war es ja schon besser. Lass uns doch einfach mal fordern, dass diese ganzen Strecken wieder unter die Deutsche Bahn gepackt werden und dann wird das schon. Denn, wie wir euch gleich sagen werden, mit der Deutschen Bahn ist das auch alles nicht so rosig, wie vielleicht manche euch glauben lassen wollen. Ist ja auch ganz spannend. Man kann das ja, um nur ganz kurz einen Exkurs in diese Richtung zu machen, ja auch weiterfassen. Wenn man jetzt sich zum Beispiel die Deutsche Wohnen in eigenen Kampagne anguckt, da geht es ja dann auch darum, dass man da halt also in dem Wohnungsmarkt im Prinzip erstmal als einen Reformschritt stärker mitbestimmt und eben nicht mehr vom Markt oder von der rein staatlichen Kontrolle abhängig ist. Und das sollte ja in allen Bereichen so sein, egal ob es jetzt beim Thema Wohnen, beim Thema Nahverkehr, beim Thema Gesundheitswesen, also speziell alle Bereiche, die ganz wesentlich für uns als einfach Menschen, die wir in diesem Land leben, für uns als Arbeiterinnenklasse sind, für unsere Lebensqualität ganz ausschlaggebend sind. In diesen Bereichen sollten wir immer als so ein, ja, sag ich mal, hohes Reformziel, das als einen Zwischenschritt letztendlich im Kopf behalten, da eine ja, Vergesellschaftung letztendlich im Sinne von einer zumindest Mitbestimmung von uns als Klasse zu erkämpfen. Also was ist denn jetzt erstmal nochmal konkreter Hintergrund von diesen ganzen Privatisierungsbemühungen, auch wenn sie uns entsprechend anders verkauft werden, geht es, wie das ja auch schon mal angeklungen ist, um die möglichst hohe Gewinnmaximierung in diesen Bereichen. Tatsächlich ist es ja auch so, dass das Staatsmonopol bei der Bahn einer der letzten Ebenen von Privatisierung, glaube ich, soweit ich das im Kopf habe, war, die es überhaupt gab. Also es gab ganz viele andere Bereiche, die schon viel früher der Privatisierung anheimgefallen sind. Die Bahn selbst als natürlich weiterhin größter Player auf dem Markt ist auch tatsächlich dann umgestaltet worden zu einem der entsprechenden Privatunternehmen wie die anderen auch. Klar hängt halt die Bahn dann noch stärker mit dem Staat zusammen als Konzern, aber es ist ja nicht so, als würde dann halt quasi der Staat an sich jetzt gegen die anderen Privatunternehmen, die auf den Markt gestoßen sind, jetzt kämpfen oder so um diese Strecken, um diese Züge oder diese Linien, sondern das ist ja auch ein eigenständiges Privatunternehmen, was da entsprechend einfach nur Vorschusslorbeeren hatte aus der ursprünglichen Etablierungszeit im Endeffekt, ja, ne? Genau. Wo eben durch die Deutsche Bahn dann auch überhaupt dieser ganze Ausbau beziehungsweise die neue Nutzbarmachung von Strecken passiert ist. Und jetzt, wo das halt vorbei ist, behält man sich natürlich gerne sein nicht mehr ganz Monopolkonzern, nutzt ihn für Gewinne beziehungsweise die Bereitstellung von der Infrastruktur, aber da, wo es eben nicht mehr profitabel ist, naja, was soll's, da lässt man ihn halt in die tatsächliche marktwirtschaftliche Konkurrenz mit den anderen Unternehmen treten. Und wenn er da halt nicht, wie sagt man immer so schön, konkurrenzfähig ist, dann hat er da halt eben verloren. Was ich wirklich witzig finde, ist, dass es im Alltag dann auch zu teils absurden Situationen auf Grundlage dieser Konkurrenz kommt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber ich habe das schon mehrmals mitbekommen, dass dann ZugbegleiterInnen von Konkurrenten der Bahn sich dann halt beschwert haben, dass sie irgendwelche Informationen, die jetzt für den weiteren Ablauf wichtig sind, nicht erhalten oder so. Die haben dann ja unterschiedliche auch Systeme, diese ZugbegleiterInnen von ihren jeweiligen Anbietern da.
und dass dann einfach bestimmte Informationen schon in der Bahn-App standen, also dass der Zug, in dem wir gerade sitzen, Verspätung hat oder nicht mehr weiterfahren kann, aber die selber das nicht so genau wussten und dann halt eben in so einer Konstellation Fahrgäste eben in ihrer Bahn-App das nachgeschaut haben und den Zugbegleitern von eben diesem Konkurrenzunternehmen das gesagt haben. Das ist also, finde ich, schon ziemlich vorgewillt, solche Situationen. Und ja, da sieht man auch, welche Blüten das letztendlich treibt. Ja, um auch nochmal eine Zahl zu nennen für das, was wir gerade bezüglich der Privatisierung in NRW angesprochen haben. Hier ist es tatsächlich so, dass die Deutsche Bahn Regio beinahe nicht einmal mehr die Hälfte des Marktanteils hält. Das finde ich schon ziemlich krass. Und wenn das so weitergeht, möchte ich gar nicht wissen, was es dann auch noch für Rückbau bzw. erhöhte Kosten für Sozialtickets oder auch andere Tickets, wie beispielsweise jetzt das Studenten-NRW-Ticket etc. gibt. Von den Einzelpreisen für irgendwelche Strecken da mal ganz zu schweigen. Ist ja sowieso schon so, dass abseits dieses 9-Euro-Tickets das ein absoluter Wahnsinn ist, dass du einfach quartalsweise fast schon Erhöhungen des Bahnpreises hast, aber ich glaube mindestens zweimal im Jahr hast du eigentlich diese standardmäßigen, keine Ahnung, 50 Cent, die Preise steigen, und die Zahlen sind ja mittlerweile wirklich absurd, was man da bezahlen muss. Ich kann euch noch zum Abschluss des Themas der Privatisierung ein Bündnis empfehlen, das heißt Bahn für alle, und die setzen sich und haben sich auch in der Vergangenheit sehr stark gegen diese Privatisierung eingesetzt. Na klar, das ist ein eher reformistisches Bündnis, worin auch die Grüne Jugend und Co. und so weiter drin sitzt, aber eben ja letztendlich wie eine Art von sozialer Lobbyverband von verschiedensten Partei, Jugendorganisationen und anderen sozialen und Basisorganisationen, also eine bunte Mischung. Die haben zum Beispiel mehrmals dazu beigetragen, dass die Bahn es also nicht geschafft hat, ihren Börsengang durchzusetzen, um dann eben noch weiter da das Big Business zu machen. Also fand ich ganz spannend, das zu sehen, dass sie halt eben auch über so eine Öffentlichkeitsarbeit und einen gewissen Druck, den sie ausgestrahlt haben, da auch durchaus was machen konnten. Ja, die haben auch, glaube ich, eine Doku produziert über diese ganze Privatisierungsgeschichte. Kann man sich auch mal angucken, aber ich habe die selber noch nicht gesehen. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt über zu den unterschiedlichen Anteilen des Schienenverkehrs beziehungsweise die einzelnen besonderen Fortbewegungsmittel, die wir dort vorfinden. Ja, und starten möchten wir mit den Hochgeschwindigkeitszügen. Und da finde ich es dann immer ganz spannend, sich mal anzuschauen, wie es denn eigentlich auch anders funktioniert hat. Ich weiß, wenn ich dieses Beispiel jetzt machen werde, werden einige von euch schon sagen, na gut, das ist ja jetzt aber kein wirkliches Positivbeispiel, weil das ist ja auch einfach nur ein kapitalistischer Staat, der seinen Verkehr anders bestellt. Und ja, es stimmt auch, das ist ein häufig sehr idealisiertes Beispiel. Und wenn man sich dann anschaut, wie es auch mit Ticketpreisen ausschaut und ja, mit der ganzen Durchdisziplinierung von Kontrolle etc., stimmt es natürlich, es ist nicht alles perfekt, aber ich finde es immer spannend, sich sowas anzugucken, weil es zeigt, dass es sogar jetzt eben in einer kapitalistischen Wirtschaftsweise eigentlich schon sehr andere Arten und Weisen gibt, wie eben sein Staat dann Verkehr organisiert und wo man auch sagen kann, sowohl aus einer gesellschaftlichen als auch aus einer Klimaperspektive, als auch, und das finde ich ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, für die Infrastruktur, die wir später in der sozialistischen und schließlich dann in der anarchistischen Gesellschaft vorfinden, auch einfach eine viel, viel bessere Ausgangslage. Das, was ich da als Beispiel nennen möchte, ist eben der Schienenverkehr in Japan. Denn Japan hat in den 70er Jahren, beziehungsweise in den 60er Jahren, als die allermeisten Staaten dieser Welt ausgehend eben vom US-amerikanischen Modell von dem Ausbau von Highways beziehungsweise Autobahnen einen anderen Weg eingeschlagen. In Japan hat man sich nämlich an die Entwicklung von Hochgeschwindigkeitszügen drangesetzt, der, sorry für die Aussprache, Shinkansen-Züge, die über 200 km/h zwischen den Großstädten Japans fahren konnten. Ja, und an dieser Staatspolitik hat man eben trotz der Entwicklung der Automobilindustrie dort festgehalten. Und jetzt gibt es ein unfassbar gut ausgebautes Hochgeschwindigkeitsnetz in Japan mit jetzt, glaube ich, auch der baldigen Eröffnung von Ultra-Hochgeschwindigkeitszügen, wenn man das so sagen will, mit eben Geschwindigkeiten von über 500 km/h, die zwischen den Großstädten, also den richtigen Großstädten dann Osaka, Tokio, Kobe, glaube ich, oder Kyoto,
etc. verkehren sollen. Das zeigt für mich eben, dass es auch schon in einem kapitalistischen Staat deutlich vernünftiger theoretisch zu organisieren wäre, als so, wie es jetzt in Deutschland ausschaut. Denn in Deutschland sieht das Ganze mit dem ICE nochmal deutlich anders aus. Ja, in Deutschland ist es tatsächlich so, dass der ICE, also der Hauptteil der Schnellstreckenverbindung, 75% der Verkehrsleistung in Personenkilometern, 33.000,2 Milliarden Personenkilometer genauer gesagt, ausmachen. Und daraus spricht auch schon eine ganz schöne Menge. Denn während eben der Nahverkehr immer weiter beschnitten wird, immer weiter ja, chaotisiert wird und es da echte Probleme gibt, ist es ja schon so, dass ziemlich viel Geld da reingebuttert wird, auch in teilweise Schnellzugstrecken, die dann, wo dann nur auch Schnellzüge fahren, was ja jetzt erstmal an sich jetzt keine schlechte Sache ist. Aber was ich damit ausdrücken will, ist einfach, es wird viel Geld reingesteckt, weil sich daraus auch das meiste Geld generieren lässt. Also das ist einfach das Profitabelste für den DB-Konzern und deswegen passiert es auch. Trotzdem gibt es ja auch auf diesen Schnellstreckenwegen ja ein absolutes Chaos. Wir haben also die Situation, dass ja die Schnellstrecken und der Nahverkehr und der Güterverkehr sich teilweise bestimmte Linien eben teilen. Das ist ein ganz wichtiger Grund, warum wir also diese ständigen Verspätungen dann auch selber merken. Und natürlich hat der Güterverkehr hat immer Vorrang, dann kommen die Schnellstrecken, dann kommt der Nahverkehr. Also entsprechend leidet der Nahverkehr darunter, aber auch eben die anderen beiden Aspekte. Die Hochgeschwindigkeitszüge leiden natürlich genauso wie der Güterverkehr drunter und ein Hochgeschwindigkeitszug kann natürlich, wenn er auf der Nahverkehrsstrecke fährt, auch nicht mit 300 durchballern, sondern muss halt einfach, kann dann halt auch nur so schnell fahren, wie es eben geht. Und dann, wenn man sich also anguckt, wenn man zum Beispiel von Köln nach Dortmund fährt, da ist eben nicht viel rauszuholen für den ICE, weil einfach der die ganz normale Strecke fährt wie die anderen auch und halt eben nur halt diesen Vorteil hat, dass er eben bevorteilt wird gegenüber dem Nahverkehr. Also es ist ein wirklich verrücktes System und eine Sache, die eben auch daraus kommt, dass man tatsächlich die Streckennetze an sich so kaputt gespart und dezimiert hat. Dadurch entsteht einfach auch dann letztendlich diese Situation für die Hochgeschwindigkeitszüge. Ja, und wer das am eigenen Leib erfahren möchte, dem kann ich wirklich nur mal empfehlen, auf die Geschwindigkeitsanzeige zu achten, falls man mal die Strecke Dortmund oder wahlweise irgendeine andere Stadt da im Pott Richtung Berlin fährt. Das ist nämlich traumhaft. Da fährt man eigentlich die eine Hälfte des Streckenabschnitts durch Westdeutschland mit, ich glaube, immer irgendwas zwischen 80 und 130 km/h. Und das Stück Ostdeutschland, wo es keinen einzigen Halt gibt, bis auf Berlin-Spandau vor Berlin, ballert er dann da halt mit 230 Sachen durch. Das zeigt das dann immer ganz gut, weil, wie du schon gesagt hast, die Strecken, also es ist nicht nur, dass natürlich die Züge einfach regelmäßig anhalten müssen und an den verschiedenen Bahnhöfen langsam fahren müssen, weil die können da eben nicht so schnell durchfahren, egal wie es dann ausschaut, wenn sie da durchbrettern, sondern auch einfach, dass die Schienen nicht drauf ausgelegt sind auf diese Geschwindigkeiten. Und deswegen sind auch diese ganzen schönen glänzenden Zahlen immer, oh, neues ICE-Modell kann bis zu 300 km/h fahren, einfach eine große Farce, weil die Infrastruktur ist halt nicht da. Und dann ist das auch einfach nur ein nettes Gimmick. Und im Endeffekt fahren diese Dinger da deutlich unter ihrem Potenzial mit großer Verspätung über die einzelnen Städte und sorgen eben nicht für das, was sie machen könnten, nämlich eine Verringerung im Flugverkehr und im Autoverkehr auf weiten Strecken. Weil eigentlich sind Schnellzüge da die perfekte Lösung für eben, für diesen unnützen, wirklich absolut unnützen und klimaschädlichen Flugverkehr in einem Binnenland, genauso wie eben Autoverkehr auf langen Strecken. Gut, gerade schon mal erwähnt, der Güterverkehr. Wie sieht es denn damit in Deutschland aus? In Deutschland ist es tatsächlich so, dass 2019 18,5% der gesamten Transporte, um das jetzt mal so runterzubrechen, über die Schiene gelaufen sind. Das ist tatsächlich die zweithöchste Transportleistung der Verkehrssysteme, was sich jetzt erstmal großartiger anhört, als es faktisch ist. Weil natürlich ist Auto mit gigantomatischem, also LKW, nicht Auto, mit gigantischem Abstand Platz 1 und dann kommt halt irgendwann Schiff und so. Und da ist natürlich klar, dass auch da die Schiene deutlich mehr genutzt wird. Tatsächlich ist in der Schweiz und Österreich mehr als doppelt so hoch. Die Zahl, also ich glaube, die liegen beide über 40%. Deutschland hat aktuell das Ziel,
dass 25% über die Schiene laufen sollen. Das ist natürlich auch interessant, weil es gibt halt diese leicht steigende Tendenz in dem Bereich. Wie das jetzt mit Corona der Fall war nach 2019, keine Ahnung, weil da sind ja teilweise generell auch, wurde weniger transportiert und so. Deswegen kann es auch sein, dass es da keine weitere Steigung oder sogar ein Abflauen gibt. Aber es ist ja insofern interessant, dass die ja einfach das weiter ausbauen und das mehr auf die Schiene legen bei gleichzeitigen wiederum nicht Ausbau der Strecken. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das auch zu einem weiteren Verschärfen der Situation für alle Bereiche führen wird. Ja, die Deutsche Bahn hält noch grob 50% des Marktes, auch in diesem Bereich. Also da sind auch ganz viele andere Player mit reingerutscht. Man könnte jetzt vielleicht nochmal als Beispiel so ein bisschen ausführen, wie das Ganze denn aussieht von der Effizienz her, lieber Joshua, weil klar, wir haben jetzt darüber gesprochen, okay, das ist vielleicht die Alternative auch für den Fernverkehr im Vergleich zum Auto, im Vergleich zum Flugzeug oder so. Wie sieht das denn jetzt konkret aus, wenn man den Güterverkehr mit dem Verkehr zu LKW in Sachen vergleicht? Ja, genau, der wichtigste Vergleich da ist eben mit dem LKW, weil wenn wir uns das anschauen, LKW bzw. Güterzug sind eben die zwei Mittel der Wahl, wenn man Sachen auf dem Land transportieren möchte. Natürlich gibt es da auch die Binnenschifffahrt, die wichtig ist, aber für eben den reinen Landweg sind das die zwei großen Wege. Wenn man das jetzt mal nebeneinander stellt, fahren Güterzüge 5-mal energieeffizienter als LKW, wenn es eben um die beförderte Tonne an Gut geht. Eine durchschnittliche Güterbahn ersetzt da beispielsweise 52 LKWs. Warum die LKWs eben so viel weniger energieeffizient sind, kann man sich ja auch leicht vor Augen führen. LKWs sind eben viel stärker und das sind Zahlen, die eben sich auf das Jetzt beziehen. Wie das eben mit einem guten Ausbau von einem aufgeteilten Schienennetz aussehen könnte, ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber wie gesagt, LKWs jetzt stehen einfach viel, viel häufiger in Staus, weil sie sich eben auf den Strecken des Individualverkehrs bewegen. Also wo jeglicher anderer Verkehr sonst drüber läuft mit Autos. Und wir wissen alle, jede Person, die schon mal in einem Auto in Deutschland saß, weiß, wie ineffizient das ist. Genauso wie die ganzen LKWs. Und das kennt ihr wahrscheinlich auch aus den Großstädten, die da teilweise eben durch den Innenstadtbereich tuckern müssen, mit grausamstem Stop-and-Go, mit irgendwelchen Ampeln, teilweise zu Rush-Hour-Zeiten, um dann eben irgendwo ins Gewerbegebiet reinzukommen. Um nochmal dann auf den Anfang zurückzukommen, das lässt sich dann auch eben in CO2 gegenüber dem LKW ausdrücken. Da ist es nämlich so, dass pro Tonnenkilometer Güterzüge 80% weniger CO2 verursachen als LKW. Das macht natürlich auch Sinn, denn 92% der Verkehrsleitungen im Güterverkehr werden von den Bahnen bereits elektrisch erbracht. Also ist es schon bis auf eben einen Anteil, den es immer bei Zugstrecken gibt, der über den Dieselverkehr läuft, eben fast größtenteils elektrisch. Und was das dann nochmal auch wieder mit einer Energiewende bedeuten wird, mit eben mehr erneuerbaren Energien, ist ja auch einfach total naheliegend. Und deswegen sehen wir schon, für alles bis auf eben kleine Wege sind Güterzüge einfach die komplett bessere Wahl fürs Gemeinwohl und für den Kampf gegen die Klimakrise. Was ja auch witzig ist in diesem Kontext von, okay, es ist schon 92% elektrisiert, die Bahnstrecken. Wenn jetzt also die ganze Zeit im Fokus der Diskussion das Elektroauto ist, was ja im Prinzip dann auch eine große PR-Aktion ist und eine große, ja, Auffrischungskur für die Autoindustrie, die jetzt also Angst hat, dass ihr Kerngeschäftsmodell, berechtigterweise auch Angst hat, ein Auslaufmodell werden könnte und jetzt also ganz groß auf Elektro gesetzt wird. Gut, wir haben auf den Schienen eben das schon umgesetzt. Das ist schon einfach da. Jetzt, was es eben noch explizit bräuchte, wären also Linien, die auch Güterzügen vorbehalten sind. Oder wo zumindest mal nicht alles drei drüber läuft. Also sowohl Güterzug, ICE und Nahverkehr. Sondern das einfach immer weiter aufgesplittet wird, so dass also auch der Güterverkehr nicht von anderen Bereichen der Schiene dann betroffen ist. Ja, und da möchte ich auch nochmal auf die Elektrisierung eingehen, denn
auch ein Punkt, der häufig von Leuten, die dann sagen, naja gut, dann können wir ja theoretisch eh LKWs einsetzen oder ähnliche Konzepte. Dass es ganz wichtig ist, sich auch anzugucken, wie sieht diese Elektrisierung aus. Denn wenn wir von 92% Elektrisierung im Güterverkehr sprechen, dann ich weiß nicht, ob es sowas auch da gibt, wie es das bei ganz, ganz wenigen Regionalbahnen gibt, dass sie eben mit Batterie fahren, da gibt es ja solche Konzepte, dann ist das eben trotzdem in den allermeisten Fällen eben ein System mit Bahnstrom, mit Oberleitung, also nicht einem batteriebetriebenen System. Und das ist einfach unfassbar effizienter, braucht weniger Wartung und ist auch weniger rohstoffintensiv. Neben dem, dass es auch viel sicherer ist, denn ein Punkt, den man da auch nennen muss, sind einfach mögliche Batteriebrände, die auch einen sehr großen Anteil an Unfällen eben bedeuten, also spontane Entzündung von Batterien, einfach von Fahrzeugen, die stehen, aber auch eben viel schlimmere Brände, wenn es eben zu Unfällen kommt, also Kollisionen etc., die ein unfassbares Aufgebot an Löschmitteln brauchen, die die allermeisten Feuerwehren eben nicht bereitstellen können. Also die Art von Elektrisierung, die wir bei den Bahnen vorfinden, ist nicht nur viel rohstoffschonender und klimaneutraler und langfristiger gedacht, sondern auch einfach viel sicherer. Ja, auf jeden Fall. Und du hast es auch gerade in einem anderen Bereich schon gesagt, aber insgesamt ist es auch einfach viel, viel sicherer. Das Risiko eines Unfalls im Vergleich zum LKW von dem Güterverkehr ist ganze 42 Mal geringer. Generell ist das ja auch etwas, was wir allgemein wissen, dass eigentlich alles, was mit Straßen zu tun hat, so etwa das tödlichste und gefährlichste ist, was es in Deutschland überhaupt gibt. Und das geht eben auch für den Transport von Gütern. Gut, kommen wir mal von der großen Schiene weg auf die kleine Schiene sozusagen, auf die Schienen in den Städten, und zwar zu U-Bahnen und Straßenbahnen. Und da gibt es in Deutschland in 60 Städten aktuell ein Straßenbahnnetz, was ja auf jeden Fall schon mal echt keine so schlechte Angelegenheit ist erstmal, wo man jetzt erstmal denkt, okay, das ist echt ganz gut. Also da ist auch offensichtlich ein Straßenbahnnetz verfügbar, was nicht nur in den absoluten Riesenstädten drin ist. Aber natürlich gab es auch hier einen massiven Rückbau. Da habe ich jetzt leider keine konkrete Zahl dazu. Aber wenn man sich hier im Ruhrgebiet mal umschaut, wie das also früher mal war, da ist es tatsächlich so, dass alle Städte hier, ich meine, wer das Ruhrgebiet kennt, der weiß, es ist alles sehr stark miteinander verwachsen. Das Ruhrgebiet ist wie eine große Stadt, wo einfach die ganzen Stadtgrenzen irgendwann miteinander verwoben sind. Das war früher also alles mal dann auch miteinander verbunden. Natürlich hat das Ruhrgebiet auch einen Bevölkerungsschwund erlebt. Es sind ganz viele Städte ziemlich eingebrochen in ihrer Größe. Aber dennoch ist es ja doch sehr schade, dass wir jetzt mittlerweile keine Verbindung mehr von Dortmund nach Schwerte zum Beispiel haben, was es früher mal gab, wo es also einfach eine Linie gab, wo du mit der Straßen- bzw. U-Bahn nach Schwerte fahren konntest. Und es gibt natürlich noch ein paar einzelne Städte, wie zum Beispiel Gelsenkirchen, Bochum. Aber wieso kann man nicht mehr von Bochum nach Dortmund mit der Straßenbahn fahren? Das wird diese Verbindung ja auf jeden Fall geben. Wieso wird die nicht wieder reaktiviert? Die könnte also auch nochmal ein bisschen Druck wegnehmen, sowohl von den Straßen als auch natürlich von den großen Zuglinien wieder, weil wir wissen ja alle, dass es halt diese enorme Massen immer gibt in den Regionalbahnen im Ruhrgebiet, die sich da durchschieben. Und wenn also zum Beispiel die Leute aus den Außenbezirken, die einfach nur nach Bochum in einen anderen Außenbezirk wollen oder in die Innenstadt wollen, einfach eben bei sich in eine Straßenbahn steigen könnten und dann dahin fahren könnten und nicht mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof nach Dortmund und vom Hauptbahnhof von Dortmund dann zum Hauptbahnhof nach Bochum und von da aus dann mit einer Straßenbahn wieder in ein angrenzendes Gebiet. Das ist ja auch schon wieder alles total irre. Hier liegt auch für mich eine weitere zentrale Ebene dann auch drin, die dann auch darin schlummert, ausgebaut zu werden, um eben von diesen ganzen Autostädten wegzukommen, jetzt mal abgesehen vom Fahrrad und teilweise auch vom Bus. Ja, und da muss auch nochmal gesagt werden, es ist dafür auch einfach bei Weitem das beste Konzept, wenn man sich anguckt, wie effektiv man eben Personen auf einem Streckenkilometer befördern kann, was eben einfach die Kapazität und die Taktung angeht. Da braucht man das dann auch eben nicht
ersetzen durch irgendwelche neuen Konzepte, die dann da angedacht werden, wie wir es auch mal in der Folge zum Auto angesprochen haben, mit irgendwelchen Hyperloop-Konzepten, wo dann irgendwelche Autos durch Röhren fahren, wie von dem guten Herrn Musk angedacht, oder irgendwelche Monorails oder andere Ideen, die es da gab. Die U- und Straßenbahnen sind da einfach bei Weitem das Effektivste und auch das Sinnvollste, was da gebaut werden sollte. Natürlich gibt es auch noch ein paar Ausnahmen in Städten, wo einfach andere Konzepte gut passen. An alle, die mal hier bei uns die wunderschöne Region ums Ruhrgebiet oder dann eher dort das Bergische Land sich anschauen, die können dann in Wuppertal auch mal mit der Schwebebahn fahren, die über die Wupper drüber fährt. Ja, und damit kommen wir dann auch zu unserem tagesaktuellen Punkt, nämlich zum 9-Euro-Ticket. Was uns das 9-Euro-Ticket ja jetzt nochmal vor Augen geführt hat, ist das große Potenzial von bezahlbarem Nahverkehr. Auf einmal war im Endeffekt das ja möglich, was so viele Leute eben mit der Forderung nach bezahlbarem bzw. kostenlosen ÖPNV seit Jahren eigentlich fordern und wofür es so viele soziale Kämpfe gab und wo immer gesagt wurde, nein, auf keinen Fall, das wäre nicht möglich und die Leute würden es ja überhaupt auch nicht annehmen und nutzen. Wir alle lieben doch unser Auto so sehr. Was muss man da sehen, wenn man sich die Nachrichten anguckt? Seit Wochen geht es um nichts anderes als die riesengroße Angst, dass die Züge komplett überfüllt sind, alles zusammenbricht und so viele Leute das nutzen werden. Weil es ist ja total naheliegend, wenn ich für 9 Euro eben den gesamten ÖPNV deutschlandweit nutzen kann, wie gesagt, mit einigen Abstrichen wegen dem großen Chaos von den unterschiedlichen Verbänden, dann ist es ja klar, dass ich das verwenden werde, weil die allermeisten Leute uns eingeschlossen haben, eben keine Kohle, um ein Auto zu haben, beziehungsweise das regelmäßig für große Strecken mit Kraftstoff zu befüllen. Und das nochmal speziell in diesen Zeiten. Wir haben ja auch eine Folge zu den Erhöhungen der Preisen gemacht, der Erhöhung der Lebensunterhaltskosten. Gerade in diesen Zeiten ist es doch so, dass ist ja auch tatsächlich die Strategie hinter dem 9-Euro-Ticket, also vielleicht einen gewissen Ausgleich, eine gewisse Befriedung dazu schaffen, dass also dann der Staat zeigt, okay, ich kümmere mich, ich bin eben euer großer Vater, der auch in diesen schwierigen Zeiten, wo wir in Krieg und Verwürfnis also doch zusammenhalten müssen, da können wir also doch auf ihn verlassen, dass er uns da diese tolle soziale Gabe schenkt, aber es ist im Prinzip anders. Es ist ja so, dass es eigentlich immer so sein sollte. Und das macht es eben auch vielen Menschen klar, die jetzt mal mit eigenen Augen erleben, was es also bedeuten kann, wenn es eben diesen bezahlbaren Nahverkehr gibt. Und ich habe da auch schon wirklich echt schöne Geschichten erlebt, wo ich halt mit irgendeinem Provinzbus durch die Gegend gefahren bin, mit dem ich mein Leben lang schon fahre, der jetzt einfach voll ist und auch zu echt wilden Zeiten voll ist, weil da halt einfach große Gruppen von Leuten, einfach so eine Zehnergruppe von, was weiß ich, irgendwelchen, so eine Familie, Freunden, die dann halt in irgendeinem Restaurant irgendwo essen gehen und dann halt einfach den Bus nach Hause nehmen, anstatt mit 3 Autos dahin zu fahren. Und das ist doch einfach erstmal auch was Schönes so zu sehen. Und da können wir doch gucken, okay, wow, da haben wir doch eigentlich so ein schönes Mittel vor uns, um für alle Menschen ein besseres Leben, ein freieres Leben zu gestalten. Weil es ja teilweise, wenn man sich das anguckt, was es also für Preise gibt, dann ist, muss man doch einfach festhalten, Mobilität ist ein ganz, ganz zentraler Punkt von menschlicher Freiheit. Wenn zum Beispiel Familie, die vom Amt abhängig ist, es sich nicht leisten kann oder nur alle 2 Monate leisten kann, mal zum Beispiel nach Dortmund zu fahren, weil sie halt eben in einem anderen Verkehrsverbund leben oder so, das ist ja einfach nur krank. Das ist einfach nur total krank. Deswegen ist es jetzt auch vielleicht eine gewisse Chance, sage ich mal, dass wir hier dran anzuschließen und eben aus diesem, was uns da gegeben wurde, eine dauerhafte Forderung stellen. Wir wollen also das 9-Euro-Ticket das ganze Jahr durch. Das ist also ein schönes Ziel eigentlich, wofür es sich auch lohnt zu streiten. Aber damit das funktioniert, ist natürlich auch es notwendig, dass es diesen Ausbau von der Strecke gibt. Ich möchte aber betonen, dass es natürlich auch eine absolute Panikmache und dieses so, irgendwie jetzt ist die ganze Zeit der Zug voll und bla. Und klar, wenn man sich die Autobahnen auch unabhängig von dieser Situation anguckt, dann hast du da ja ständig Staus und ständig Probleme. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie was den Zug besonders ineffektiv macht oder so.
Aber es ist natürlich schon real. Wir brauchen diesen Ausbau. Es ist natürlich auch so lächerlich und abartig, wie dann die Bahn halt irgendwie sich dahinstellt und sagt, ja, es wird dazu kommen, zu diesem Problem. Das war ja quasi nicht vorherzusehen oder so. Wurde ja nur ein halbes Jahr schon oder so über dieses 9-Euro-Ticket geredet und seit Monaten steht es fest. Da kann man natürlich dann nichts machen, dass das irgendwie besser fluppt. Aber das zeigt ja einfach nur, wie ineffektiv dieses System letztendlich ist. Ja, aber tatsächlich gibt es ja schon 44.000 Menschen hier direkt im Herzen von NRW, die schon seit April 2020, also schon seit gut 2 Jahren, genau diese Realität leben, für die das 9-Euro-Ticket, naja, zumindest auf die eigene Stadt bezogen, Realität ist. Und diese Stadt heißt Monheim am Rhein. Monheim am Rhein, Ladung voll Blei, Dicker wollen Stress, doch mein Preis ist zu heiß. Ja, Monheim ist mit seinen 44.000 EinwohnerInnen natürlich keine Großstadt, dementsprechend gibt es dort kein Straßenbahnnetz, aber alle diese 44.000 Einwohner der Stadt können kostenlos das lokale Busnetz nutzen. Diese kostenlose Nutzung wurde jetzt erstmal auf 3 Jahre begrenzt. Das heißt, wir werden dann 2023 sehen, ob das Ganze weitergeführt wird. Aber tatsächlich haben die Monheimer auch ganz passend dann eben von ihrer Stadt das 9-Euro-Ticket geschenkt bekommen. Monheim am Rhein, auf dem Boot komm ich heim. Meine Jungs sind dabei, los, ruf die Polizei. Und das geben wir zum Main, wenn ich komm. The roof is on fire, if I want. Ich finde es auch spannend. Ich glaube, wir hatten mal zusammen eine Dokumentation auch über Monheim gesehen und dann, wo so ein bisschen noch darüber geredet wurde, ja, was sind denn so die Folgen jetzt in der aktuellen Situation von dieser ganzen Geschichte? Und das ist zum Beispiel eine Belebung der Innenstadt. Viele von euch haben das auf dem Schirm oder wissen das, dass speziell in den kleinen Städten, aber auch in vielen großen Städten es so ein Innenstadtsterben gibt. Das hat dann ganz unterschiedliche Gründe, da will ich jetzt gar nicht so weit darauf eingehen. Aber in Monheim hat das unter anderem dazu geführt, dass einfach Leute sagen, hey, wenn ich einfach kostenlos mit dem Bus, der irgendwie in der Nähe von meinem Haus hält, mal eben in die Innenstadt fahren kann, warum nicht? Das geht an meine Jungs aus Monheim am Rhein. Ihr hört den Beweis, ich spüre den Neid. Also einfach so diese Schwelle von, ey, ich unternehme einfach was oder ich fahre einfach mal in die Innenstadt und mache da Shopping oder was auch immer, die ist halt einfach viel geringer geworden. Und es ist natürlich auch so ein kollektives Ereignis erstmal, ne, wenn dann halt sowas passiert. Und ich denke, es wird auch für das Stadtklima einiges machen. Was ich jedenfalls sagen wollte mit diesem Beispiel von der Innenstadtbelebung ist auch, dass ich mir sicher bin, dass selbst aus einer kapitalistischen Perspektive, wenn man sich gesamtgesellschaftlich anguckt, was es bedeuten würde, wenn es einen Ausbau von Strecken gibt und dann eben eine günstige oder kostenlose Nahverkehrsmöglichkeit für die Menschen, dann würde es sich gesamtgesellschaftlich wahrscheinlich sogar aus dem kapitalistischen Sinne rentieren, weil einfach die Leute ja dann auch wieder mehr Geld hätten zu konsumieren, es einfach eine größere Bewegungsfreiheit geben würde, bestimmte Angebote einfach besser erreichbar sind, egal ob das jetzt Innenstädte sind oder irgendwelche Freizeitparks oder weiß der Geier was. Ja, ist natürlich auf jeden Fall eine richtige volkswirtschaftliche Empfehlung, aber es ist ja eben nicht nur das, also du hast natürlich recht, aber wen das interessiert, was auch nochmal so eine belebte Innenstadt beziehungsweise auch einfach belebte Nachbarschaften bedeuten, weil es sind ja nicht nur die Innenstädte, sondern es sind ja auch die Nachbarschaften, die dann viel mehr genutzt werden, wenn man mal eben diese kurzen Wege dann auch innerhalb des Viertels fahren kann. Der kann ja auch nochmal in unsere Folge zur kapitalistischen Stadt reinhören, was auch einfach so belebte Städte, die eben nicht auf so ein Autonetz angewiesen sind, auch einfach für mehr an eben Kollektivität, Vernetzung der Menschen untereinander und auch tatsächlich ein sehr zentraler Punkt Sicherheit bedeutet. Aber abschließend würde ich auch nochmal gerne dieses ganze Ding mit Monheim, weil es ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, wie diese Stadt überhaupt die Finanzierung davon ermöglicht hat. Denn Monheim am Rhein denn Monheim am Rhein ist nicht einfach nur eine, ja, kleine sozialistische Provinz irgendwo, ich glaube zwischen
Köln und Bonn oder so. Mit mittlerweile sogar automatisierten Luxuskommunismus. Die haben ja sogar teilweise Busse, die automatisch mit künstlicher Intelligenz fahren in einem Auto-Einsatz. Ja, ohne Scheiß. Ja. Ja, oh, spannend. Ja, also es ist nicht einfach eine sozialistische Tech-Utopie, sondern das liegt einfach daran, dass Monheim am Rhein tatsächlich ein Steuerparadies ist. Es ist nämlich so, dass die Stadt auf Kosten ihrer Nachbarstädte einfach den Gewerbesteuersatz extrem gedrückt hat und ich glaube den oder einen der niedrigsten Gewerbesteuersätze in Deutschland hat und damit einfach über Ansiedlung von Firmen bzw. Briefkastenfirmen unfassbar viel Kohle gemacht hat. Das ist natürlich jetzt nicht der Weg, wie wir das fordern, aber neben diesem skurrilen Fakt, finde ich, schmälert das nicht, dass es einfach zeigt, dass wenn eben so etwas angeboten wird, wie wir es jetzt auch mit dem 9-Euro-Ticket sehen, Leute das einfach nutzen. In Monheim am Rhein war es tatsächlich auch so, dass dann über 92% der Berechtigten auch dieses Online-Ticket dann aktiviert hat für, ich glaube, das ist dann auf das 9-Euro-Ticket bezogen. Also man sieht da, da ist auch eine schon sehr starke Verbundenheit dann mit dem ÖPNV-Netz und dieser Möglichkeit entstanden. Aber gut, ich denke, ja, wir gehen da mal weg von Monheim am Rhein. The roof is on fire if I want. Hinüber zu auch einem Abschluss von unserer heutigen Folge und zu einer gewissen Perspektive, die wir hier aufstellen wollen. Ich meine, bei dieser Angelegenheit ist es ja wirklich relativ einfach, weil das alles, was wir eigentlich schon gesagt haben, oder vieles, was wir schon gesagt haben, ist ja eigentlich schon in unserer Perspektive angelegt mit Ausbau und kostenlos gestalten und so weiter. Ne? Was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, dass es auch um eine Entkriminalisierung gehen muss, weil wie ihr vielleicht auch schon in unserer tollen Folge zu Kriminalität und Gerechtigkeit sowie in unserer Folge zu Gefängnissen gehört habt, ist es ja so, dass Tausende von Menschen in Deutschland wegen Schwarzfahren im Knast sitzen müssen und da muss es natürlich auch um eine Entkriminalisierung gehen und das wäre auch eben etwas, was eine tolle Reform und Perspektive auch ein bisschen wäre. Und im Allgemeinen gilt einfach, dass es ja auch einfach logisch ist. Also es gibt, glaube ich, fast niemanden, egal welcher politischen Couleur, der jetzt nicht irgendwie gerade von der Autolobby gekauft ist, der diese ganze Perspektive nicht sinnvoll findet. Deswegen ist das in dem Fall auch einfach und da müsste man sich, glaube ich, gar nicht so großartig drüber streiten, was da die Perspektive ist. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass umso besser auch so ein Schienennetz ausgebaut ist, umso besser ist natürlich auch unsere revolutionäre Perspektive. Es lohnt sich also auch schon um jetzt für eine bessere Infrastruktur zu streiten, weil wir, wenn wir eine gute Infrastruktur mit dann in eine hoffentlich kommende Revolution nehmen, wir dann natürlich entsprechend auch da viel besser eine andere Gesellschaft drauf aufbauen können. Also besseres Schienennetz, besserer Kommunismus. Ja, und mit dieser schönen Losung würde ich sagen, beenden wir dann die heutige Folge. Ich hoffe, wir haben euch da ein paar neue Perspektiven auf dieses ganze Thema gegeben. Aber wie Marian gerade schon gesagt hat, vieles von dem muss man ja gar nicht sich großartig erschließen, sondern man erlebt es ja schlichtweg alltäglich. Und wir werden sicherlich auch nochmal hier unsere Folgen zum Thema Verkehr fortführen. Wir hatten auch schon am Anfang gesprochen, sicherlich wäre es auch nochmal spannend, eine Folge zum Fahrradverkehr zu machen, wo wir dann eben mit Leuten sprechen können, die sich beispielsweise in Kämpfen um bessere Fahrradinfrastruktur und besseren Fahrradverkehr engagieren. Genauso wäre es sicherlich hier auch mal spannend, mit Leuten zu sprechen, die sich eben für kostenlosen ÖPNV schon länger einsetzen. Und da haben wir ja auch hier eben in Dortmund ganz lokale gute Initiativen, sowohl was eben den Kampf um bessere Fahrradstraßen angeht, als auch von unserem lokalen offenen Klimatreffen eine neue Initiative für kostenlosen ÖPNV. Also auch da könnt ihr gespannt sein und da wird sicherlich in der Zukunft weiteres kommen. Ja, ich muss auch noch mal zum Abschluss auch noch mal sagen, dass ich das einfach richtig schön finde, wie wir halt hier quasi Stück für Stück uns allen Bereichen im Podcast, was so eine Gesellschaft verfasst, einfach annähern und darüber natürlich auch ein Bild letztendlich zeichnen. Und wenn man so alles so zusammennimmt, wenn man alles so zusammen gehört hat, dann hat man, denke ich, schon über die ganzen Folgen hinweg
ein schönes Bild, was sich da zeichnet, auch für eine andere Gesellschaft und was uns als Anarchistinnen wichtig ist. Damit wir das auch weitermachen können, unsere Arbeit hier, und das auch weiter vertiefen und professionalisieren können, freuen wir uns immer darüber, wenn ihr das Ganze unterstützt. Bitte tragt den Podcast weiter, empfehlt unsere Folgen, empfehlt unser Projekt, wenn ihr die Möglichkeit habt, gerne auch mit Spendenunterstützung. Ihr könnt uns regelmäßig und einmalig auch was zukommen lassen. Kommt auch gerne zum Livestream diese Woche und jede Woche immer mittwochs ab 19 Uhr auf Twitch und YouTube. Und in diesem Sinne, Glück auf! Glück auf!